Können wir jetzt den Gartenschlauch nehmen? Der Bronn? Können wir da jetzt das Seil, den Schlauch reintun? Lilly hörte seltsam, aber sie war genau wie wo. Wo war der nur? Wollen wir den Gartenschlauch? Können wir den an der Pumpe anbringen? Ah. Und die Pumpe? Lilly, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Und wir kann ich nicht glauben, dass du so am Meckern bist. Hat das gereicht, dass wir den Brunnen aufgefüllt haben, dass Freeman nach oben schwimmen konnte? Oh, hi. Erstmal nehmen wir natürlich das Bienennest. Lilly dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Und ich glaube, dafür haben wir den Pinsel. Okay, jetzt haben wir einen Honigpinsel. In der Kantine bekamen die Kinder nie etwas Süßes. Und wir haben jetzt sogar einen ganzen Honigpinsel. Oh, Freeman. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Lilly, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Ja, ne? Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber gar nicht statt wahr. Mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ist doch nichts passiert. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel. Kannst du jedenfalls vergessen. Och Mensch, sei doch nicht so gemein. Von mir fern. Ich sagte, verschwinde. Du bekommst den Schlüssel nicht. Kümmere dich um deine anderen Aufgaben. Okay. Okay, okay. Wir merken schon, wann wir nicht erwünscht sind. Oh, legen wir da einfach eine Honigspur. Okay, wir haben was Süßes, da können wir die Termiten schon mal. Reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Weglocken. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Lilly hätte dem Baum gerne all ihre tollen Sachen gezeigt, aber er hörte sie gar nicht. Halb so schlimm. Lilly war das gewohnt. Die Reifenschaukel? Es war Hoffnung. Die Reifenschaukel. Ah, die Komposttonne bestellt. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Ja, sind ja Äste drin. Da haben die was zu knabbern. Oh, was Süßes. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Wo wollt ihr hin? Nein, nicht! Geht weg! Freeman, alles okay? Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Ja, die sind so am Feiern. Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Ist das niedlich. Wo wollen die denn hin? Vielleicht hätten wir auch einfach die Kellertür einschmieren können mit Honig. Oh, naja, jetzt zu spät.
Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Ein lustiger Gnome. Und Termiten. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Alter. Freeman hatte Lilly den Kellerschlüssel dagelassen. Ja, ist das nicht nett? Alter Falter. Oh, die sind irgendwie putzig, die Gnome. Oder der Gnome hier. Eine Kartoffel mit einer Nase. Boah, wohnen die jetzt in seinem Körper? Okay, wir haben den Kellerschlüssel. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Wir brauchen ja eine Schaufel. Nehmen wir mal den Presslufthammer und pressen ein bisschen Luft. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Verdautes Gras, Ratte, Taube. Lilly nahm an, dass diese Konservendosen für die Kantine bestimmt waren. Und da haben wir eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Direkt mitnehmen. Können wir den Ofen aufmachen? Der Ofen war schwarz und leer. Wie der Spiegel, von dem Lilly immer träumte. Lilly, du bist ein seltsames Kind. Und die Termiten, die wandern putzig zu ihrem neuen Zuhause. Ganz fleißig sind die. Das sind aber ganz schön viele. Okay, mit der Schaufel das Beet. Yay! Du hast eine Schaufel gefunden. Yay! Ach, Lilly, du bist doch die Beste. Ja. Lass uns keine Zeit verlieren und den Schatz freilegen. So machten sich Edna und Lilly daran, die vermeintliche Schatzkiste auszubuddeln. Und was ist drin? Das ist mal eine Schatzkiste. So wie die aussieht, gehört die bestimmt irgendwelchen Weltraumpiraten. Na und? Dann waren es halt Weltraumpiraten aus dem Zweiten Weltkrieg. Wen juckt's? Viel wichtiger ist doch, dass sie uns ihren Schatz hinterlassen haben. Los, lass sie uns öffnen. Böses. Ich bin schon ganz aufgeregt. Nein, das will ich nicht öffnen. Alter, das ist eine Fliegerbombe. Los. Lass sie uns öffnen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Eine echte Schatzkiste. Nein. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Kleine Kinder sollen nicht mit Fliegerbomben spielen. So wird das nichts. Das ist wieder einmal ein Beweis, dass rohe Gewalt ihren schlechten Ruf vollkommen zu Unrecht hat. Ohne kommen wir hier garantiert nicht weiter. Und wozu haben wir einen Presslufthammer? Super! Das Gerät sollte nun wirklich genug Wumms haben, um die Schatztruhe zu öffnen. Oh. Was ist? Worauf wartest du? Weißt du nicht, wie man es benutzt? Warum machst du das nicht, Edna? Das ist so schlimm. Wir finden etwas anderes. Eine Schaufel. Yippie! Du hast es geschafft! Und was ist das jetzt für ein Ding? Die Weltraumpiraten müssen ein ganz schön ärmliches Leben geführt haben, wenn das ihr wertvollster Schatz war. Naja, wenigstens haben wir die tolle Truhe. Und ich habe auch schon eine Idee, was wir damit anfangen. Wir vergraben unseren eigenen Schatz. Hast du irgendwas dabei? Ein Wollknäuel aus dem Strickunterricht? Wow, das ist genau das Richtige. Das Band unserer Freundschaft. Sozusagen der Faden, der uns beide verbindet. Los, rein damit. So. Jetzt müssen wir die Kiste nur wieder vergraben und... Lilly! Wo ist denn dieses Gör schon wieder? Lilly! Das ist die Oberin. Was will sie denn nun schon wieder? Wir sollten besser nachgucken, bevor sie noch explodiert. Da muss man vorsichtig sein, weißt du? Ja, da müssen wir ganz vorsichtig sein.
Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Euer Mangel an Disziplin hat ein Maß erreicht, das ich nicht länger dulden werde. Ab sofort sind alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. So viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly, es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ihr habt den Rest keiner des Tages frei, dass Edna verschwindet, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort. Okay. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütend ab. Und jetzt steh er doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemergelt Lumpi schon wieder ist? Ausgemergelt? Kind! Ist das die Katze? Nein, das ist eine Topfpflanze. Da ist aber Katzenfutter. Ein Essenslift. Können wir da irgendwas reinpacken? Den Presslufthammer vielleicht? Lilly hatte die Funktionsweise des Essenslifts einigermaßen verstanden. Man nahm das fertige Essen heraus und stellte das dreckige Geschirr wieder hinein. Lilly wollte es sich nicht mit der lustigen Blume verscherzen. Pflanzen waren die einzigen, die ihr noch zuhörten. Wie heißt du denn, Topfpflanze? Heißt die du zufällig Audrey? Die Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Was haben wir hier noch? Einen Quittungsspieß. Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Fütter die Katze. Du hast halt eine sehr undeutliche Aussprache. Oberin Ignaz. Weil wer so drauf ist, kann auch keinen anderen Namen haben. Ich warte. Ich warte. Worauf denn? Ich warte. Ich warte. Wollen wir die Pflanze füttern? Ich warte. Ja, ist ja gut. Lumpi hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Und wir haben hier ein Gemälde. Hier fehlte entweder ein Bild oder es gab einen Haken zu viel. Wo ist denn der Haken an der Sache? Okay, dann füttern wir mal die Katze. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Was? Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Das war aber das einzige Katzenfutter, was aber da stand. Du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Hast du das verstanden? Ja, ja. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Dr. Marcel? Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Dr. Marcel, der Dr. Marcel aus Edna bricht aus. Lilly fühlte sich miserabel. Vielleicht hatte die Oberin recht und diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Sehr sie sollte schaurig. Edna von dieser Neuigkeit berichten. Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly,
Ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Ja, bestimmt. Boah, Lily. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Ohne Lily, liebe Edna, wüsstest du jetzt noch nicht, dass Dr. Marcel da ist. Welche alte Rechnung das ist, das können wir uns ja vorstellen. Lily hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lily nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Wie gemein. Ein paar Murmeln, die nehmen wir doch mal mit. Lily wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die hatten wenigstens zurückgemurmelt. Was haben die denn so gemurmelt? Shai und Zuka. Lily hatte Shai schon immer sehr hübsch gefunden. Viel hübscher als sich selbst. Oh. Aber einer Mitschülerin im Schlaf die Haare abzuschneiden, um sich selbst eine Perücke daraus zu machen, gehörte sich nicht. Darum schlich Lily jede Nacht unverrichteter Dinge in ihre Schlafkoje zurück. Lily, du willst dir echt jede Nacht die Haare abschneiden? Zuka war das beliebteste Mädchen der Klosterschule. Lily wäre über Leichen gegangen, um ihre Anerkennung zu gewinnen. Aber da Zuka sowieso nicht hingeguckt hatte, hatte Lily es in letzter Sekunde bleiben lassen. Shibuya Power! Shibuya Power! Volcano Panaloka! Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Was? Oh, was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushini Yuki Haarnadel abgesehen. Ja, Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Was, mit den dunklen Mächten. Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstabs. Ja, immer. Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Das ist aber Notfall. Und nur im Angesicht des Todes. Miyoroshi Glitzerschein. Mystische Gestalt des Wolfes. Mystische Gestalt des Wolfes. Kamanukri. Shing. Shing. Überhaupt. Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen? Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht obsiegen! Nein, das dürfen die eh nicht. Du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Nicht? Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch! In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Narayuzu Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushu Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool! Miyoroshi Glitzerschein! Yeah, Glitzerschein. Shibuya Power! Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer? Wo sind deine Japano-Accessoires? Miyoroshi Glitzerschein! Miyoroshi Glitzerschein! Ching! Ching! Oh Mann, du bist ja voll daneben, Lily. Ich glaube, den Dialog können wir erstmal beenden. Ich glaube, das bringt noch nicht so viel. Und das ist bestimmt Garrett. Aha, da war Garrett ja schon. Lily beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Okay, was ist da? Ein Ballon. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Och, schade. Haben wir denn nichts, wo wir den nehmen können? Lily würde das Rezept später lesen. Sie sollte das Essen ja nicht selber zubereiten, sondern es lediglich zu Doris bringen.
Es war hoffnungslos. Ednas ein Gemälde. Das große Bild in der Haupthalle hatte Lilly schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. So kann man es natürlich auch interpretieren. Okay, Klosterflur, Schlafsaal, Treppenhaus. Ich glaube, Flur kamen wir gerade her, oder? Nee, Schlafsaal. Die Schuluhr war außer Reichweite. Die Gargoyles gefallen mir. Der Gargoyle hatte die Balance längst verloren. Nur noch ein dünnes Seil hinderte ihn am Fall. Warum gab er denn nicht einfach auf? Der Gargoyle machte sich scheinbar Sorgen um seinen Kollegen. Er tat aber auch nichts, um ihn am Fallen zu hindern. Typisch. Klassenzimmer, Knallfrösche. Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Okay, wir gehen erstmal... zusammen. Wartungsklappe, Zusammlung. Gehen wir mal zur Wartungsklappe. Können wir hier was an der Uhr machen? Knall, wie wahr? Es fehlte nicht viel, um den Gargoyle vollends aus dem Gleichgewicht zu bringen. Aber nicht einmal das trug Lilly bei sich. Der Gargoyle schien zwar besorgt, aber sonst fehlt ihm nichts, wenn man mal von Dingen wie Leben absah. Ja, wenn's sonst nichts ist. Auch das ließ sich partout nicht am Zeiger befestigen. Lilly hätte natürlich auch erst nachdenken können. Aber solange niemand eine Animation für die Uhr zeichnete, brauchte sie sich auch nicht zu beeilen. Schön. Zurück zum Flur. Zur Sammlung. Hängt da ein... Der hängt da und pennt. Ein alter Greis. Gibt's auch einen jungen Greis? Was haben wir hier denn? Eine Pfadfindertruhe. Eine Muskete. Meerschweinchenglas. Ey! Das arme Meerschweinchen. Ein Regalplatz. In dem Regal gab es 3 leere Sockel. Das konnte etwas bedeuten. Oder auch nicht. Nanu? Das war ja gar nicht das Skelett aus dem Biologieunterricht. Das war nur wieder dieser alte Mann. Aus dem Geschichtsunterricht. Direkt mal ansprechen. Oh, Besuch. Was für ein seltenes... Seltenes Tier. Der Habicht. Aber ich meine nicht das Remake. Ich meine das Original mit extra viel Ketchup, bitte. Kann das sein, dass du ein bisschen verwirrt bist? Wie unhöflich von mir. Ich vergaß mich vorzustellen, wie es damals war. Beim Bau der Pyramiden. Ich war Chefauspeitscher an der Nordseite. Ja, ich habe so in meinem Leben so einiges Tibet, rief ich. Unter 3 verschiedenen Dalai Lamas habe ich damals als Teppichklopfer gedient. Bei einem war ich sogar als Wiedergeburtshelfer im Kreissaal dabei. Nicht so wie in dem Jahr, in dem ich Innenausstatter bei den Mayas war. Mann, da hast du echt was erlebt. Ein mystisches Schieberätsel zimmern. Da einige Artefakte in dunklen Nischen verstecken. Oh ja. Ich habe schon geheime Grabkammern versteckt. Da hast du noch in die... Windeln gemacht? In die Rockband mit dem Namen Inquisition Overload. Aber die ist leider gefloppt. Inquisition Overload? Noch nicht reif. Das muss ich mir nochmal aufschreiben und dann mal googeln. Und unser Schlagzeuger hatte die Pest. Ich bin alt geworden. So alt, dass ich selbst nur noch als Anschauungsobjekt für den dem Rock.
Dazu komme ich doch gleich. Erst wollte ich noch erzählen können, will halt gelernt sein. Ja, das hast du anscheinend nicht. Darum habe ich auch eine Zeit lang als Anschauungsobjekt für den Geschichtsunterricht in einer Klosterschule gearbeitet. Ich glaube, das ist jetzt. Ich musste nur einmal in der Woche von meinen Abenteuern erzählen. Zum Beispiel, wie ich zusammen mit den Tempelrittern geheime Grabkammern unter der Schulkapelle ausgehoben habe. Aha. Oder von meiner Zeit als Beleuchtungsassistent bei der Mondlandung. Ich wusste, dass die gefaked war. Ich wusste es. Das ist in Wirklichkeit alles in einem Filmstudio entstanden. Lassen wir ihn mal in Ruhe. Haben wir etwas, was wir darauf packen können? Solange es ihr niemand verbot, würde Lilly alles, was sie fand, bei sich behalten. Egal, ob der Platz in ihren Taschen ausreichte oder nicht. Okay. Ein Schafkopf. Eine Muskete. Hey, lass die Finger davon. Jo, das ist meine alte Pfadfinderausrüstung. Ich mag zwar alt sein, aber ich kann dir Geschichten erzählen. Da schlackerst du mit den Ohren. Einige davon haben mit meiner alten Pfadfinderausrüstung zu tun. Aber ich lasse nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Also lass die Finger. Okay, bevor wir hier rankommen, anscheinend an die Truhe auch, das brauchen wir dann gar nicht mehr ausprobieren. Irgendjemand hatte das Meerschweinchen in einem Glas eingesperrt. Das Tier nahm es gelassen. Es versuchte gar nicht auszubrechen. Solange es ihr niemand verbot, egal. Ich schätze mal, dann brauchen wir erstmal ein Abzeichen. Okay, da haben wir noch das Klassenzimmer. Wir müssen ja Garrett aufhalten, aber damit befassen wir uns ab der nächsten Folge. Bis dahin.